Simon Böhr ist deutscher Schauspieler, bekannt aus Film und Fernsehen und darüber hinaus auch Superfood-Liebhaber. Wir sprechen heute über das spannende Thema Nervennahrung und Stressbewältigung. Viel Spaß bei folgendem Interview. Ja, hallo Simon, grüß dich. Hallo, grüße dich, mein lieber Fabian. Schön, Thanks dass for es, having me. ja, ey, schön, dass du da bist. Wir haben es ja schon länger probiert, einen Termin zu finden, aber du bist natürlich auch super eingespannt, ja, wir auch, relativ schwierig. Aber jetzt haben wir es geschafft, ne? Total Finally. cool. Ja, genau. Und magst du dich vielleicht nochmal unseren Zuschauern einfach kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Simon Böhr. Ich bin 47 Jahre alt, bin der Mann einer wundervollen Frau, habe mit der zwei Kinder. Wir leben mittlerweile nach 20 Jahren Berlin auf dem Land, hier in der Nähe von Bonn im wunderschönen Siebengebirge, direkt am Puls der Natur, was für mich sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Ja, ich bin Schauspieler, vornehmlich bei Film und Fernsehen und darüber hinaus beschäftige ich mich auch gerade in der letzten Zeit sehr mit Resilienztraining und Ernährung und Meditation, also das volle Programm. Und gerade eben über die Ernährung und die Superfoods sind wir beide auch in Kontakt gekommen, worüber mich sehr freue. Ja, ebenso. Ja, absolut. Du hast es gerade schon gesagt, ne? Resilienz und Stressbewältigung, ein großes Thema, ne? Wahrscheinlich auch aus deinem Alltag. Lass uns da direkt eintauchen. Also das Thema Stressbewältigung. Ich kann mir da vorstellen, dass, sei mal, im Alltag eines Schauspielers schon sehr abwechslungsreich und gleichzeitig aber auch sehr anspruchsvoll, weil sehr vollgepackt wahrscheinlich. Viele Termine und so weiter. Wie sehen denn so deine alltäglichen Herausforderungen in Sachen Stressmanagement aus? Also ich glaube, die Herausforderungen in Sachen Stressmanagement, vor denen stehen wir alle. Ich glaube, dass es ein Riesenthema ist, egal in welcher Berufsgruppe man unterwegs ist. Und ich glaube, dass es ein Riesenthema sein wird und leider ein zunehmendes Thema sein wird. Oder zum Glück, wer weiß, man muss das ja auch immer als Chance begreifen, Genau. dass wir uns damit beschäftigen dürfen, wie wir resilienter werden und ein stabileres und somit eben auch glücklicheres Leben führen in diesem Wirrwarr der schnellen Zeiten, in denen wir uns bewegen. Absolut, ja. Das kann ich auch bestätigen, ne? Also, dass das Thema allgegenwärtig, wahrscheinlich bei jedem so Ja. ist, das kriege ich auch täglich von Kunden mit. Ja? Also, wir haben ja mittlerweile unzählige Kundenstimmen und stehen da auch immer eng in Kontakt mit den Kunden und das ist ein Riesenthema. Ne? Also, Ja. gerade auch, was es alles auslösen kann und so weiter. Aber wie muss ich das mir bei dir vorstellen? Ne? Du bist wahrscheinlich viel unterwegs, da ist es ja schon nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Also ich versuche mich eben gut zu ernähren und habe so kleine Routinen in meinen Alltag eingebaut. Ich habe mit dem Meditieren begonnen irgendwann, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. Allerdings ist so, das ist ein bisschen tricky, wenn man damit anfängt. Ich kenne ganz viele, die haben gesagt, ja, habe ich probiert, habe ich dann wieder sein gelassen, weil das, was da passiert, ist ja, dass du dich, also das Missverständnis besteht darin, dass viele denken, Meditation ist so die Absenz von Gedanken. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dich erstmal hinsetzt und in dich reinhörst und siehst, was da für ein Gedankenlärm am Start ist, dann ist das so ein bisschen so die Konfrontation mit der eigenen Inkompetenz. Und da knicken dann die meisten ab. Die Kunst oder der schöne Weg dahin, da ein bisschen freier zu werden, ist, glaube ich, dass man so mehr der Beobachter dieses Gedankenlärms ist. Also, dass man die Gedanken kommen lässt und gehen lässt. Dass man versucht, auch hier, eben hier setzt die Stressbewältigung an, dass man angesichts dieses Gedankenstresses in die Ruhe geht und seine Atmung wahrnimmt, bewusst ins Hier und Jetzt kommt und sich irgendwann desidentifiziert
von allem, was da so wild mit uns denkt. Und ja, ich hab angefangen mit Atemübungen nach Wim Hof. Ich habe mich mit Wim Hof beschäftigt, auch mit seinem Eisbaden. Cool. Ich habe mit dem kalten Duschen angefangen und das dann von Minute zu Minute gesteigert. Es hat einen tollen Effekt, weil du wirst natürlich auch gerade eben, wenn du dann irgendwann ins Eiswasser gehst, du trainierst immer wieder durch die Atemübung, wo es dann eben auch Phasen gibt, wo du den Atem anhältst. Und zwar über den Moment hinaus eigentlich, wo dein Kopf dir sagt, so, ich muss atmen, sondern du versuchst eben in dieser Ruhe zu bleiben, was Stress verursacht. Und sich diesen Stress immer wieder auszusetzen, eben auch durch extreme Kälte beispielsweise, trainiert tatsächlich eine Resilienz und macht sich auch in der Psyche bemerkbar. Ja, mega Ja. spannend. Ja. Also ich kann das total Ja. bestätigen, was du auch zur Meditation gesagt hast. Gerade am Anfang, ja, da strömt ja dann, wenn es ruhig wird, das muss man auch erstmal halt aushalten Oh können. Mann, Ne? Boah, was da an einen einströmt, ne? Und pff, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja? Da muss man ja, also wirklich, das war für mich die größte Herausforderung am Anfang. ist es noch? Oder immer noch, ja Also genau, hört nicht auf. ich hab auch Tage, wo ich so denke, meine Güte, was ist denn mit dir los? Aber das sind ja so diese tollen Initialmomente, wo du merkst so, wow, okay, offensichtlich musst du mal wieder runterfahren und ein bisschen weg von hier kommen, mehr wieder in deine Herzenskraft. So. Ja, das stimmt, ja. Wie gehst du, also jetzt klar, jetzt hast du so ein, also das sind dann deine Methoden quasi, wie du auch mit dem Stress umgehst, ne? Einmal hast du gesagt, Ernährung ist ganz, ganz wichtiges Thema und Ernährung dann, ist ja. ganz wichtig, wobei das eben auch durch das viel Unterwegssein manchmal nicht so gut ausfällt. Und da bin ich natürlich also ich bin ein Riesenfan von Lebenskraft pur. Das darf ich jetzt so sagen, ohne dass es irgendwie schmutzig ist. Nee, das ist wirklich authentisch. Ich habe gerade hier auch, also das ist hier mein ständiger Begleiter, weil ich an dieses Green Juicing sehr glaube und an seine Benefits. Du hast halt nicht immer einen Mixer unterm Arm und kannst dir irgendwie da alles durchjagen und du bekommst vor allen Dingen nicht diese geballte Kraft des flüssigen Sonnenscheins in so minimierter Form und in so einer Power irgendwie serviert, so kurzfristig. Ne? Und das ist, ja, das ist schon super. Aber ja, da könnte ich jetzt noch einiges aufzählen. Also ich bin ein totaler Superfood-Fan geworden, gerade auch, weil ich immer weiter in euer Sortiment reinschnuppere und dies und das entdecke, auch die Omega-3-Sachen super gut. Also wirklich. Geht es dir auch so? Also bei mir war das, oder ist es immer noch, hört auch nicht auf, dass man kommt so von einem Thema zum anderen irgendwie. Ist das bei dir auch so? Ja, Wenn wenn du irgendwo anfängst, dann, ja, wie gesagt, dann merkt man erstmal, was so alles falsch läuft. ja, und was möglich ist, Und ne? dann im nächsten Schritt, wenn man das aushält, wenn man resilient genug ist, diesen Stress auszuhalten und dann einen Schritt weitergeht, dann tun sich da unwahrscheinliche, wundervolle Türen auf. Und das ist gut. Und du fängst dich eben an, holistisch mit dieser ganzen Sache zu beschäftigen. Total spannend, ja, war bei mir auch so. Also ich habe mich da wirklich gerade am Anfang noch mehr als jetzt wirklich so ein bisschen wie Alice im Wunderland gefühlt, so Kaninchenbau rein, ja, und dann kommst du so von einem Ja. zu anderen immer tiefer und denkst, boah, also das ist Alice schon. ist ein gutes Stichwort, ja. Ja, mega gut. Okay, also gut, hast du noch irgendwelche Strategien? Ne? Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, Ernährung ist so eine wichtige Strategie, manchmal aber auch schwierig in deinem Alltag. Dann hattest du ja noch über Meditation gesprochen. Hast du noch weitere Strategien oder sind es so im Grundlegend deine zwei Werkzeuge, mit denen du arbeitest? Ja, das wechselt sich auch mal ab. Ich habe auch Phasen, in denen ich das alles in meine Yoga-Praxis packe. Ich Ah, habe zum cool. Glück, meine Frau ist Yogalehrerin, ich bin Ah, da an der Quelle und perfekt. darf davon profitieren. Das ist wundervoll. Aber es kann auch, also ich bin eigentlich ein Fan von Routinen.
Routinen, aber ich bin auch ein Fan davon, sie zu brechen. Also irgendwie passiert es mir zumindest mal wieder. Und dann kann eben auch einfach ein Gang in die Natur. Wir haben einen Hund, also wir sind quasi gezwungen, zwingt uns zu unserem Glück, große Strecken im Wald zurückzulegen. Super. Und das ist auch sehr heilsam. Auch Ja. da gerne mal barfuß sich Super. zu erden und da in der Stille der Natur anzukommen. Und da kommen dann ja wieder alle anderen Elemente, eben auch meditative Elemente, die kommen dann einfach, die passieren dann einfach, wenn ich mir die Natur anschaue und einfach nur schaue, was da passiert, ohne sie geistig zu zerpflücken. Ja, absolut, ja. Das kann ich voll bestätigen. Das ist bei mir auch so, wenn ich durch den Wald laufe, und zwar auch ein bisschen länger, nicht so kurz. Ne? Am Ja, Anfang hast ja. du ja noch, wenn du, also vor allem ohne Ablenkung, ja, ohne Stöpsel im Ohr, sondern einfach wirklich ohne nichts, einfach nur laufen im Wald. Am Anfang hast du noch Beschuss, Gedankenbeschuss, ja, ohne Total. Ende. Aber irgendwann, also wenn man es wirklich länger macht, so ist es bei mir zumindest, da wird es ruhiger. Ne? Ich weiß Es ist nicht. gut, dass du das merkst. Also es ist gut, Ja. dass du überhaupt, die meisten Menschen merken ja gar nicht, was da abgeht. Also wie du sagtest, man wird beschossen von allen möglichen Gedanken und die nehmen einen ein und die stressen einen, ne? Und dann, je mehr du in der Natur ankommst und dann eben auch in deinem Körper, das ist ja etwas, was dann einfach passiert, und in deiner Atmung, desto besser kannst du im Moment, im Hier und Jetzt ankern. Absolut, mega. Ja. Wir hatten ja, oder wir haben ja jetzt schon gesagt, ne, so ein bisschen Zusammenhang mit Stress spricht man ja auch häufig von Nervennahrung. Ne? Also so, wenn wir jetzt auf die Nahrungsschiene wieder mal kurz wechseln. Du hast ja auch gesagt, was für eine Rolle so Ernährung, Superfoods, NEMS für dich spielen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen. Was oder wie ernährst du dich denn? Klar, ich meine, du hast das Problem, ne, was du schon gesagt hast, das kann ich voll verstehen, wenn du unterwegs bist, aber gehen wir mal davon aus, du bist zu Hause. Wie ernährst du dich so? Also ich versuche mich schon ganzheitlich zu ernähren. Ich habe das Glück, dass ich hier immer gut bekocht werde und dass meine Frau sehr, sehr großen Wert legt auf gesunde Ernährung. Klasse. Aber es kommen eben auch, es sind Phasen, wo ich komplett aus dem Rahmen falle und gerade eben, wenn ich unterwegs bin und ja, mich dann auch schon mal nicht so gut ernähre. Und an der Stelle ist es dann eben toll, wenn man in handlichem Format diese Superfoods dabei hat und Super. eben da noch von profitieren kann. Also ich baue Nahrungsergänzungsmittel und Superfoods eigentlich grundsätzlich in meinen Alltag ein, egal wo ich bin, ja, Super. egal ob das zu Hause geschieht oder eben so. Und ich merke auch, dass mein Sohn davon profitiert, sogar unser Hund. Okay. Also die Nala bekommt auch grüner Saftextrakt und Wildkräuter Cool. tatsächlich Ja. auf ihr Essen. Eure Wildkräuter sind ja auch fantastisch. Vielen Also Dank. Cool. ja, damit kochen wir im Übrigen auch. Das ist so toll. Also die kann Ja. ich mir, die baue ich durchaus in meine grüne Saftroutine ein, aber es ist auch hervorragend im Salat Ich wollte es und gerade sagen, ja. überhaupt, das ist wirklich richtig gut. Oder Ja. auch noch ein Geheimtipp, wenn man einfach Gemüse hat und will das noch ein bisschen aufpeppen, kann man Ja. nachdem das Gemüse jetzt, wenn es gekocht ist zum Beispiel, einfach noch ein bisschen drüber, so, das ist auch mega, mega lecker, Ja, ja. super. Ja. Ja, cool, okay. Ja, also du versuchst dann, wenn es halt eben mal jetzt im stressigen Alltag mit der Ernährung nicht so gut klappt, zumindest auszugleichen mit so ein paar Nährstoffessenzen. Ne? Das ist so dann deine Strategie auch ein bisschen an der Stelle. Ja, auszugleichen und das eben zu boostern, genau. Aber ich setze sie eben auch ein, wenn ich das Gefühl habe, ich ernähre mich ausgewogen und gut, weil ich Ja. glaube, das ist der wesentliche Vorteil ist ja, dass es eben in so komprimierter Form eine so große Kraft entwickeln kann. Und dass ich so jeglichen Mangelzuständen, was Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente angeht, vorbeugen kann. Und ich habe mich ganz oft, bevor ich da etwas bewusster geworden bin, habe ich mich sehr oft abgeschlagen gefühlt und schlapp. Und gerade eben auch während der Dreharbeiten, wenn es mal so richtig so, ne, wenn man so ein paar 14-Stunden-Tage hat und dann vielleicht noch ein Wochenende aufgeht oder so,
dass du dann weißt, okay, ich habe mein Vitamin B und mein Vitamin D und so und kann so ein bisschen, ja, ich habe mich nie, noch nicht so tiefgehend damit beschäftigt wie du. Das machst du ja schon sehr, sehr lange. Aber ich steige immer tiefer in die Materie ein und es ist wahnsinnig interessant. Und wie du sagst, man kommt dann vom Hölzchen auf Stöckchen. Ja, genau. Aber das ist ja auch ganz wichtig nochmal, dass du es auch erwähnst, auch bei der Ernährung nochmal. Eine ganz wichtige Komponente auch dabei ist meiner Meinung nach, dass man sich selber nicht zu arg stresst damit, weil das kann ja auch mal Sonst fängt der passieren. Stress, Eben. genau, sonst fängt der Stress ja wieder an. Eben. Also wenn du anfängst, also wenn du realisieren kannst, dass es dir Stress verursacht, ein stressfreies Leben zu führen und ein gesundes Leben, dann muss man irgendwas anderes machen. Also das ist ja, das Ja. ist, aber das kann natürlich passieren. Also das heißt, alles mit einem guten Maß und vor allen Dingen mit Freude. Also ich freue, also ich nenne das hier ja auch Liquid Sunshine. Das ist Ist so, ja. die pure Sonnenkraft, die einem da entgegenschlägt. Also das mag alles auch viel in meinem Kopf passieren, aber meine Zellen tanzen, Ja, geil, wenn ich cool. das konsumiere. Nein, kann ich wirklich bestätigen. Also das ist ja auch letztlich, also ich meine, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, ja, aber von der Logik her irgendwie auch gar nicht so weit weg, weil letztlich hast du ja die Sonnenenergie sozusagen, die ja über Photosynthese in der Pflanze dann umgewandelt wird und nichts anderes ist Chlorophyll, ja, am Schluss. So, Ja. und das haben wir da drin ja massivst, ja, also so getrocknete Sonnenenergie. Also das ist nicht so weit weg, wie du es jetzt beschrieben hast, ne? Ja. Ja, jetzt hatten wir da schon drüber gesprochen, über eben dein Schauspielersein und so weiter, ne? Auch über den Stress, der dabei entstehen kann. Wie schaffst du, gibt es da vielleicht bestimmte Anker, die du dir irgendwie schaffst, um in Balance zu bleiben einfach, ne? Auch wenn du vielleicht mal jetzt fernab von deiner gewohnten Umgebung bist, ja, dann sag mal, ist ja nochmal ein zusätzlicher Ja. Stressfaktor, wenn man nicht weiß, so, noch nie da gewesen, ja, erstmal neu alles. Hast du da irgendwelche Tricks, Anker oder so, um in Balance zu bleiben? Also ich glaube, ich bin ja sowieso also wenn man der Astrologie Glauben schenken mag, bin ich als Waage sowieso einem ständigen Balanceakt unterworfen. Das ist ganz schön anstrengend. Also die Suche nach der inneren Mitte könnte so die Überschrift meines Lebens sein. Und ja, das ist aber auch gut, wenn man so ein Thema dann immer wieder und sehr bewusst bearbeiten darf. Also ich glaube, dass tatsächlich so Routinen und Rituale helfen, in eine Stabilität zu kommen und eben auch immer wieder dieses ständige in die Stille gehen, weg aus dem Kopf, ins Herz fühlen, auf seinen Körper auch hören, sein Körperbewusstsein zu sensibilisieren. Das passiert natürlich eben auch eben durch Sport. Also ich fühle mich wirklich sehr viel besser und baue sehr viel Stress ab, wenn ich Sport mache regelmäßig. Und ja, das geschieht eben auch über die Nahrungsergänzung. Und ich versuche da eben auch gerade durch Yoga mir so eine Stabilität zu schaffen, die mir hilft, dass ich nicht aus dem Rahmen falle und dass ich immer wieder in mir und im Hier und Jetzt ankern darf. Cool, ja. Also das macht auch total Sinn, was du sagst. Ist auch meine Erfahrung, dass es ja mehrere Säulen sind, auf denen so eine Balance, man spricht ja auch, wenn man es jetzt auf die Körperebene runterbricht, so der Körper in eine Art Homöostase, ja, das ist also quasi die Balance, und dann ist er gesund, ja. Also, und diese Homöostase, wir betrachten die ja tatsächlich auch holistisch in unserer Arbeit. Ja? Also wirklich Körper, Geist und Seele, das sind alles drei Säulen sozusagen, die in Einklang sein müssen. Und wir bedienen ja hauptsächlich natürlich durch unsere Arbeit die Körperebene. Deswegen finde ich es auch so spannend, was du jetzt sagst, weil das bedient natürlich auch mit Yoga und so weiter und dem ganzen Ausgleich, bedient ja auch vor allem diese Ebene Geist und Seele. Und was wir auch festgestellt oder was die Wissenschaft ja mittlerweile auch weiß, es gibt ja zum Beispiel im Darm auch so, man spricht ja von einem Darmhirn, ne? Und das steht ja in direkter Verbindung auch mit dem eigentlichen Hirn. Ja? Also da ist ja eine Verbindung auch schon nachgewiesen, ja, also es ist absolut Mega interessant, nachvollziehbar, ja. ne? Ja, genau. Okay, hast du vielleicht noch für unsere Zuschauer, wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, aber vielleicht einfach mal so ganz konkret, kurz und knackig so deine besten 5 Tipps für eine aktive Stressbewältigung?
Fünf. Zum Beispiel, wenn Ja, dir, wenn Superfood, Superfood, Superfood. Also, ja, ich bin als Schauspieler immer auch so in so Extreme geworfen, wo wir eben beim Thema Balance waren. Und da ist es eben ganz wichtig. Ich habe jetzt gerade so ein in einer Komödie zwar, aber es war trotzdem, ich habe einen rassistischen Prepper Oh. gespielt. Und das war sehr, sehr herausfordernd. Auch im Übrigen, das ist ganz, ganz interessant, weil das eine körperliche Veränderung mit sich führt. Also nicht nur, ich habe mir so eine Glatze rasiert und hier so einen Kranz stehen lassen und habe aber dann auch darf man jetzt gar nicht sagen, aber mit Pizza und Bier mir eine Plauze für die Dreharbeiten angefressen, angezüchtet sozusagen. Und bin jetzt dabei, die wieder abzutrainieren und eben aber auch mit einer guten Fastendisziplin, mit Hilfe eurer Nahrungsergänzungsmittel und Superfoods da wieder meine alte Form zu finden. Und das klappt ganz gut. Cool. Also, das ist eben auch eine Herausforderung, die dieser Job dann manchmal mit sich führt, weil du eben in so Extreme gehst. Nicht dauernd, aber das war jetzt gerade so ein Beispiel, wo mir Lebenskraft pur eben auch unterstützend sehr hilfreich zur Seite stand. Und die fünf Tipps, meine Güte, also ich kann wirklich sagen, beschäftigt euch mit Wim Hof, mit der Atemtechnik von Wim Hof, die den Körper entsäuert, ja, baut Nahrungsergänzungsmittel und Superfoods ein, macht Yoga, geht in die Natur, versucht zu meditieren, versucht gerade eben auch in der Natur ins Hier und Jetzt zu kommen, aus dem ganzen Gedankenkarussell auszusteigen in die Herzenskraft und ja, sich vor allen Dingen immer bewusst zu sein, dass wir einem wahnsinnigen Stress ausgesetzt sind. So sehr ich das toll, also ich finde das ja toll, dass die beschleunigten Abläufe des Lebens, des Alltags durch die Digitalisierung, aber auch dieser ganze mediale Overkill, dem wir ausgesetzt sind, das finden wir mittlerweile normal. Und es ist wichtig, glaube ich, da zu realisieren, nee, es ist nicht normal. Und ich darf mir Momente nehmen, wo ich völlig aus dem Ganzen aussteige. Und ja, da ist eben Wim Hof eine gute Adresse und auch das Eisbaden. Man sollte vielleicht nicht von 0 auf 100, also wie gesagt, erstmal mit dem eiskalten Duschen anfangen, aber das trainiert natürlich eine große Resilienz. Und dann ist es Ernährung, 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 ne? Ja, absolut. Also es ist ganz tolle Zusammenfassung nochmal wirklich. Ich finde es auch ganz, ganz toll. Deswegen war es mir auch so wichtig, mit dir zu sprechen, ne? Dass man auch einfach erkennt, dass, sag mal, dieses Thema dieser Ganzheitlichkeit, holistische Gesundheit, Naturheilkunde immer mehr Anklang auch findet, ne? Und auch gerade, sage ich mal, jetzt eben auch Schauspieler wie du beispielsweise schon die Kraft dahinter erkennen einfach, ne? Und das dann auch einfach in ihren Alltag einbauen. Das finde ich mega gut und kann dich in allem nur unterstützen. Die eiskalte Dusche habe ich auch schon seit ein paar Jahren eingebaut. Wow, also ich dusche gar nicht mehr warm Ich auch nicht, mittlerweile. ja. Also ich kann es auch irgendwie gar nicht mehr. Also steht immer Nee. der Duschhebel direkt so ganz rechts, oder ich glaube, rechts ist Also es ist toll, kalt. dass du das auch machst. Finde ich super. Finde ich klasse. Ja, Doch, das das. Eisbaden habe ich jetzt noch nicht wirklich gemacht. Ich bin zwar auch schon mal im Winter in so einen Baggersee gehüpft, das war aber auch schon 10 Jahre her, aber die Regelmäßigkeit fehlt mir da noch. Aber das kalte Duschen macht Machen schon wir unglaublich viel. vielleicht schaffen wir es diesen Winter mal zusammen. Wer Ey, weiß, dann machen wir das Simon! nächste Video. Am Baggersee dann. Ja, wo auch immer. Oder hier in der Sieg kann man auch hervorragend einsteigen im Winter. Cool, ja, doch. Ja. Also, Zuschauer, schreibt mal gerne bitte unten rein, ob ihr das sehen wollt. Ja, genau. Das wäre doch ein lustiges Zweitvideo. Absolut, ja. Also wirklich, Ja. jederzeit gerne wieder. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, was bedeutet Lebenskraft pur für dich? Ich glaube, ich habe das ja schon durchklingen lassen. Lebenskraft pur ist mir ein absolut treuer Begleiter geworden, der meinen Alltag, mein Wellbeing im Alltag unterstützt. Und ich finde es ganz toll, ohne jetzt eine große Lobhudelei hier
zu veranstalten. Aber ich mag eure hohen Standards. Ich mag die hohe Qualität eurer Produkte und euren wissenschaftlichen Ansatz auch. Ja, ihr arbeitet ja wirklich mit ganz vielen Menschen aus der Pharmazie, aus der Naturheilkunde und. Also das ist nicht einfach so, wie man das leider auch kennt, dass da irgendwelche Produkte rausgeballert werden, sondern das hat alles ein sehr, sehr starkes, gutes Fundament. Und ich will es nicht mehr missen. Ja, ich bin ein Lebenskraft-Pur-Fan durch und durch. Cool. Vielen, vielen Dank, Simon. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Hast du irgendwo Facebook, Website? Facebook besser ist Instagram. Da kann man mich anschreiben. Das können wir ja hier unten nochmal verlinken. Genau, machen wir. Und ja, ich glaube, das ist der, oder über dich oder wie auch immer. Aber Instagram ist eine gute Adresse. Okay, super. Alles klar. Ne, blenden wir auf jeden Fall unten ein. Und ja, vielen, vielen Dank für das erfrischende Interview, Simon. Es hat echt super viel Spaß gemacht. Und Ich danke dir. jederzeit gerne wieder. Vielleicht das nächste Mal vom Ich Baggersee freue mich sehr drauf, mein Lieber. Ich freue mich sehr. aus. Mach's gut. Ciao. Alles Gute, ciao.